Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Walter Ulbricht. Schön, Freunde, und mit diesem ausdrucksschwangeren Zitat starte ich mein heutiges Tages-Weichspüler-Video auf YouTube. Ich bin Robert Götz-Martuszewski, angeleuchtet hier. Der Facility Manager im Deutschen Bundestag, das war ein Zitat auf Seite 236 zu dem Kapitel MP3. MP3 ist übrigens eine deutsche Erfindung, ja, ein paar Sachen hat Deutschland auch erfunden. Ich mache jetzt bis Weihnachten Werbung dafür. Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, das Stolzbuch. Da wird das Wort Stolz übrigens auch erklärt, weil es gab auch schon ein, zwei Kommentare. Ah, Stolz ist wie Hass und Neid und ja, okay. Es gibt bestimmte Worte, habe ich gelernt, hat mir der Herr Fabi hier erklärt, wie zum Beispiel Erfindung. Also, ist ein Erfinder, ja. Ein Erfinder kann etwas erfunden haben, zum Beispiel das Automobil. Er kann aber auch eine Geschichte erfunden haben. Zwei völlig verschiedene Bedeutungen und trotzdem das gleiche Wort. Ähnlich mit Stolz. Da kann man sagen, Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Man kann aber auch sagen, ich bin stolz auf meinen Bruder. Oder stolz auf meine Mutter. Stolz auf meine Familie. Stolz auf mein Kind. Stolz auf meinen Freund. Stolz auf meine Freundin. Stolz darauf, dass mein bester Kumpel aufgehört hat zu rauchen. Oder stolz darauf, dass wir die beste Regierung aller Zeiten haben. Walla, alhamdulillah. Das Buch gibt es nur bei www.claudiusfarbig.de und im Moment gibt es jetzt noch die Audio-CD dazu geschenkt. Oh, die habe ich jetzt hingeworfen, das wollte ich nicht so machen. Sie ist sehr wertvoll. Entschuldigung, es tut mir leid, Herr Farbig, wenn er das sieht. So, erstmal einen schönen Nikolaustag und am Nikolaustag habe ich natürlich wieder einen ganzen Sack voll toller Nachrichten aus dem besten Deutschland aller Zeiten und auch international. Und da gehe ich mal international in die Rüstungsindustrie. Die größten 100 Rüstungskonzerne haben gesagt, Achtung, nach einem schlechten Jahr 2022 werden wir im Jahr 2023 Rekordgewinne machen. Allen voran Rheinmetall. Rheinmetall plant ja auch eine Panzerfabrik in der Ukraine. Böse Zungen sagen, ihr seid schön schlau, ja, in der Ukraine eine Panzerfabrik, dann drückt der Herr Putin auf einen Knopf oder er lässt drücken und dann kommen 2, 3, 4, 5, 6, vielleicht auch 10 Hyperschallraketen, ja, mit, ich glaube, 12-facher Schallgeschwindigkeit, konventionell beladen und die Fabrik ist weg. Studien zeigen Verbindungen zwischen Covid-Impfung und Schilddrüsenerkrankung und zwar eine Studie aus Indien. Freunde, das ist zwar richtig, aber falsch. Lasst euch impfen. Und jetzt wichtige Nachrichten zur Global Warming hier. ARD sagt, warum Schnee und Klimaerwärmung sich nicht widersprechen. Im Gegenteil. Also wenn es draußen richtig viel Schnee gibt, da weiß man, oh, es ist warm draußen. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein, denn es schneit jetzt hier in Grunewald. Ja, egal. Hier, Redaktionsnetzwerk Deutschland, trotz Erderwärmung, deshalb könnte der Klimawandel sogar zu noch mehr Schnee führen. Ey, logisch, also ich meine, müssen Sie doch nicht erklären, versteht ja jeder. Oder Spiegel, hier, die Frostmoderne, eisige Temperaturen, Winterchaos, alles Unsinn mit dem Klimawandel? Natürlich nicht. Warum die globale Erwärmung hierzulande sogar für mehr Schnee sorgen kann? Es wird noch besser. Fokus. Experten einig. Böse Zungen sagen, wenn da irgendwo steht Experte, weiß man, es kommt eine Lüge. Egal, hier. Starker Schneefall ist ein Zeichen für Klimawandel. Ja, es wird kälter. Genau. Warum es trotz Erderwärmung heftig schneien kann? Bayerischer Rundfunk, gut. Gehen wir mal raus aus der Märchenwelt. Und hier England, ja, es könnte schon morgen sein, dass etwas passiert, warnt der Vizepremierminister der Briten vor einem Ausfall des Stromnetzes und Anschlägen. Die Bürger sollen sich mit batteriebetriebenen UKW-Radios und Kerzen eindecken. Ja, voilà, alhamdulillah, ist das schön. Ja, natürlich, ja. Papst möchte aggressives Mandat für den Klimaschutz und eine globale Gouvernance. Ja, willst du zu sagen, ey, Papst, halt die Fresse, ja, ja. Geh zu deinem gehörnten Chef, ja, geh zu deinem gehörnten Chef, ja, mach deine Rituale da unten im Keller, ja, hör auf damit, ja, trink dein Adrenochrom, schiebst dir sonst wo rein, ja, aber lass uns in Ruhe, aber böse Zunge, nicht meine Worte. Klimagipfel COP28 lässt die Katze aus dem Sack, IWF-Chefin will eine globale Kohlenstoffsteuer, um uns alle für den Energieverbrauch zu bestrafen. Genau, meine Empfehlung. Nicht mehr baden, nicht mehr duschen, nicht mehr heizen, nicht mehr warm kochen, kein Fleisch mehr essen, nicht rauchen, kein Alkohol trinken, auf gar keinen Fall Auto fahren, nicht Motorrad fahren, nicht Moped fahren, nicht Motorroller fahren, nicht fliegen, keine Eisenbahn benutzen und gar nichts machen. Bestenfalls laufen und das Ganze bitte barfuß, denn abgenutzte Schuhsohlen müssen ersetzt werden und da setzen wir dann wieder Maschinen ein, die brauchen wieder Strom, das wollen wir nicht. Also am besten zu Hause bleiben, Fresse halten, 4 Masken übereinander, Darmstumpf drüber und ARD und ZDF gucken. So, und alles richtig finden, was der Internationale Währungsfonds, der World Economy Forum Chef Klaus
Schwab und die UNO uns erzählen. Ja, und die WHO. Und jetzt hier, Bill Gates sagt, ich kann mich nicht erinnern, überhaupt über Masken gesprochen zu haben. Nein, über Masken hat doch Bill Gates nie gesprochen. Nein, nein, nein. Hat er die gemacht? Nein. Und hier, Forscher finden keinen Beweis für Wirksamkeit von Corona-Maskenpflicht bei Kindern. Doch, sie sind wirksam. Die Hersteller haben verdient, die Transporteure haben verdient, die Händler haben verdient, die Zwischenhändler haben verdient, die Politiker haben Schmiergeld bekommen. Ja, haben doch alle verdient. Die Apotheker haben richtig Geld gemacht. Richtig, Reibach. Ja, also die ist doch wirksam. Ja, und die Kinder haben schön CO2 rückgeatmet, ihren Körper bis zu 3 Jahre übersäuert, wo sie es getragen haben. Übersäuerung bedeutet starker Anstieg von Krebs. Ja, und wiederum das sind gute Patienten für die Zukunft. Also die Maske wirkt. Ja, vor allen Dingen bei Kindern. Und sie sind psychisch bescheuert. Ja, und der grüne Nachwuchs ist gesichert. Und hier, Felicia Binger ist eine der bekanntesten Impfgeschädigten Deutschlands. Jetzt geht das wieder los. Impfgeschädigt, also bitte. Das ist ja psychisch geschädigt. Trotzdem ließ Karl Lauterbach sie am Montag vor verschlossenen Türen stehen. Der Gesundheitsminister hatte zu einem runden Tisch zu Long-Covid eingeladen, an dem Binger und weitere Vertreter von sogenannten Post-Vac-Patienten gerne teilgenommen hätten. So, böse Zungen sagen, es gibt kein Post-Covid, sondern es ist Post-Vaccination. Aber gut, okay. Alles richtig, aber falsch. Bundesamt stoppt viele Förderprogramme, unter anderem für Lastenräder, Windanlagen und Energieberatung und übrigens auch Wärmepumpen werden nicht mehr gefördert. Bedeutet, dass so eine Umrüstung von einem Haus mal schnell 200.000 Euro kosten kann. Walla, wir sind reich. Wir sind das reichste Land der Welt. Lernt jedes Schulkind in der Schule. Ja. Plötzliche Annäherung hier. Tagesschau. Ukraine verliert den Krieg. Was ist denn mit der Tagesschau los? Da muss ich mir aufregen. Ja, wir haben gewonnen. Schlava Ukraina, Schlava Zelensky, Schlava Israel, Schlava CO2. Ja, wer verliert den Krieg? Was ist denn da los? Ja, Putin, ja, wir gewinnen. Aber Freunde, gute Nachrichten. Wir haben ja gerade, obwohl wir ja insolvent sind, Deutschland insolvent pleite. Pleite, ja. Haushaltsstopp. Trotz allerhöchster Steuernahmen aller Zeiten, nämlich 1000 Milliarden. Grüße gehen raus an die Linksfaschisten. So, hier. Obwohl wir also pleite sind, geben wir der Ukraine statt 4 Milliarden 8 Milliarden. Na natürlich, Walla, die dürfen doch nicht verlieren. Wenn die verlieren, kommen die ganzen Leichen hoch. Und dann landen die alle im Knast. Und das wollen wir ja nicht. Im positivsten Sinne. Dann hier. Muslimischer Politiker, Iren soll in den Kopf geschossen werden. Jetzt gucken wir uns mal den Strahlemann an. Da ist er, hier. Der ganz toller Typ, ja, Moslem, seines Zeichens Menschenfreund, aber alle Iren sollen erschossen werden. Ja, also alle Iren, die es gewagt haben, als neulich ein Moslem mal wieder lauter Menschen abgemetzelt hat mit dem Messer, ja, unter anderem Kinder, Metzel, tot, schwer verletzt, oh ja. Da gab es ein paar Unruhen in Irland, ja, ein Spitzensportler hat sich geäußert, auf Facebook ist jetzt erstmal dran, wegen Hassrede, das ist wirklich wahr, wegen Hassrede, ja, voilà, es kann so einfach sein. So, und also auf jeden Fall, das Volk begehrt auf und jetzt sagt hier der Politiker, also jeder, der da mitgemacht hat, soll erschossen werden. Wissen über Hamas-Angriff. Banker machen Millionen. Ich zitiere mal das Nachrichtenmagazin auf 1. Angeblich wussten weder der israelische noch der amerikanische Geheimdienst von den bevorstehenden Hamas-Überfällen. Einige Banker schienen aber besser informiert zu sein. Sie haben nämlich kurz davor auf fallende Aktienkurse Israels gesetzt und dadurch rund 790 Millionen Euro Gewinn gemacht. Ja, böse Zungen sagen, wer so völlig verblödet ist und nicht weiß, dass der Mossad, der israelische Geheimdienst, die Hamas gegründet und durchfinanziert hat, um gegen die PLO einen Gegenpol zu haben. Wer das nicht weiß, ist dumm. Ja, ein Schwätzer, bla 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 bla. Aber böse Zungen, nicht meine Worte, ja. Alles russische Propaganda, ja. Also Hamas ganz böse und hat mit dem israelischen Mossad überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Und vor allen Dingen Israel die Grenze, ja. Gut, böse Zungen sagen, die ist total bewacht. Da kommt nicht mal eine Küchenschabe rein. Okay, aber was sollten die Grünen in Israel? So, die ist so bewacht, da kommt niemand durch. Keiner kommt rein, niemand kommt rein. Es kommt niemand rein, die ist besser bewacht, als die DDR bewacht war. Ist wirklich wahr. Ist wirklich wahr. Es kommt niemand rein. Ja, und plötzlich kommt die Hamas rein. Ja, wallah, ja, wir sind jetzt da, ist klar. Ja. Aber gut, alles böse Zungen. Dann hier, Corona-Symposium Professor Dr. Sönnigsen. Es wurde bewusst gelogen. Eine epidemische Lage von nationaler Tragweite lag zu keinem Zeitpunkt vor, meint Professor Dr. Sönnigsen. Alles Blödsinn. Ja, es war so, weil der Lauterbacher hat es gesagt. Und hier, in ganz Europa sind rechte Parteien auf dem Vormarsch. Schlimm. Kurz vor Beginn des Wahlkampfs zur EU-Wahl trafen sich die Parteien der ID-Fraktion, darunter auch FPÖ und AfD in Florenz, um ein gemeinsames Manifest zu beschließen, das Ziel, eine rechte Wende in Europa herbeizuführen. Das regt mich ja schon wieder auf. Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Hier, der Herr Fabich hat ja auch geschrieben im Vorwort, der Kampf gegen rechts ist in Wirklichkeit ein Kampf gegen Deutschland. Aber gut, okay, was der so schreibt. Ja. Ein Stanford-Professor wird ungewöhnlich deutlich. Es tue ihm leid, dass die Deutschen während der Pandemie einen so unqualifizierten Gesundheitsminister wie Herrn Lauterbach gehabt hätten. Also Freunde, da hören wir doch gar nicht hin. Wir haben den Besten überhaupt. Wir hatten ja noch Jens Spahn. Boah, könnt ihr euch noch erinnern?
Dann hier, Solarpflicht. Hausbesitzern drohen bis zu 5.000 Euro Strafe. Alles Quatsch. Also angeblich ist das so, dass wir bald eine Solarpflicht haben und wer auf dem Dach keine Solarzellen hat, muss bis zu 5.000 Euro Strafe zahlen und die Dinger dann trotzdem raufschrauben. Aber es alles stimmt doch alles, ist aber nicht richtig. Wegen der Schulden im Haushalt, Wärmepumpenförderung gestoppt. Über diese Nachricht freuen sich Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck überhaupt nicht. Ja, Finanzchaos der Ampelregierung wird immer schlimmer. Naja, Chaos, das sind so Worte. So, jetzt kommt der Witz. Der Witz bekommt nicht genug Unterschriften für AfD-Verbot. Deutschland, sein Ziel ist das Verbot der Oppositionspartei. Doch bisher will wohl kaum ein anderer Abgeordneter Witz entsprechenden Antrag unterschreiben. Jetzt hofft der CDU-Politiker auf die Justiz. Ja, wenn der Witz, ach, Wanderwitz heißt der. Der ist gewandert, ja. Also erst vom Ostbeauftragten, jetzt zum AfD-Hetzer. Ja. Ja, er bekommt nicht genügend Unterschriften. Brauchen wir nicht, wir verbieten die AfD, ganz einfach. Umfrage, Alice Weidel jetzt beliebter als Scholz, Habeck und Lindner und ganz kurz davor beliebter zu sein, 0,5% trennt sie noch als die Anal Lena Baerbock. Böse Zungen sagen, wieso ist die Baerbock überhaupt beliebt? Bei wem ist sie denn beliebt? Ja, bitte bei der, wenn die den Mund haben. Aber gut, okay, böse Zungen, nicht meine Worte. Forscher befürchten, dass Deutschland sich in die Bedeutungslosigkeit regiert, schreibt Focus Online. Aber gut, okay. Und dann hier ein neues Bilderbuch ist rausgekommen. Juhu! Die Welt, wie wir sie kennen, wird untergehen. Das ist die Message des Bilderbuchs, die besten Weltuntergänge. Was wird aus uns? 12 aufregende Zukunftsbilder, das Robert Habecks Ehefrau Andrea Paluch für Kinder ab 8 Jahren publiziert hat. In Wimmelbildern mit kurzen Erläuterungen werden Szenarien vorgestellt, wie es mit unserer Welt zu Ende gehen könnte. Pandemien, Sauerstoffmangel, Rettung ins Weltall. Mit diesen Horrorgeschichten sollen offensichtlich schon die Kleinsten zum Gehorsam gegenüber der grünen Klimasekte erzogen werden. Ich find's gut. Freunde, gute Nachrichten von der Blödzeitung. 2 deutsche Teenager freigelassen von der Hamas, finde ich gut. Da haben wir sie, ja. Und ist euch dann auch aufgefallen bei der Werbung? Müsst ihr mal drauf achten. Ich sehe ja nur Fernsehen. Ich darf ja nicht Fernsehen. Meine Frau Martina hat es mehr verboten, ja. Und seit Jahren schon. Und also seit Jahrzehnten schon. Und wenn man auf YouTube guckt, zum Beispiel, ich gucke ja YouTube. Guckt ihr auch YouTube? Ach ja, offensichtlich. Da ist ja dann mal Werbung. Oder sind nur noch Schwatte überall. Hauttyp 5 und 6. Ja, ist wirklich wahr. Egal wer. Also selbst jetzt Jüsk. Ja, Jüsk. Das sind ja die, die einen so zuballern mit Werbung, dass man die Firma am liebsten in die Luft sprengen möchte. Ja, aber Jüsk, 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 Jüsk. Ja, und Jysk, dänisches Betten, Jysk, dänisches Betten, Jysk, Jysk, also 1000 Mal am Tag Werbung und das sind jetzt auch lauter Schwatte. Ist wirklich wahr, die sind da, lauter Schwatte in Dänemark, nur noch Schwatte, ja, ist ja typisch dänisch auch. Bertelsmann ist empört, die Ölscheiß wollen nicht aus dem Öl aussteigen, das verstehe ich nicht. Linksfraktion im Bundestag seit Mitternacht am Ende, Abwicklung läuft, das ist tragisch. Auch tragisch hier, überraschende Wendung, Zelensky wirbt doch nicht um Ukraine-Hilfe vor US-Senat, ist nicht so schlimm. Schlava Ukraine, Herr Zelensky, wir geben Ihnen das Geld, wir sind reich, wir haben Platz. Leave no one behind, kein Mensch ist illegal, alle Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns und alles Geld von uns an die Ukraine und den Rest nach Israel. So, dann hier schlechte Nachrichten für Ricarda Breit. Griechische Inseln verbietet übergewichtigen Touristen auf Eseln zu reiten. Misslich. Und hier, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, 6. Dieser Spruch aus dem Evangelium nach Johannes klebt auf dem neuen Heck von Taxifahrer Jalil Mashali, 51, aus Essen. Also er kommt ursprünglich aus dem Iran. Und jetzt hier, das Amt für Straßen und Verkehr in Essen warf Jalil vor, sein Taxi mit unzulässiger religiöser Werbung versehen zu haben und fordert ihn auf, sich zu dem Vorwurf zu äußern. Wir rufen Jalil zu, machen Sie diesen fürchterlichen, rassistischen Nazi-Aufkleber ab und schreiben Sie nur eins, Mohammed ist der Herr, ein schönes Zitat aus dem Koran, das können Sie immer machen, das ist immer gut. Und wenn Sie dann hier irgendjemand anschreibt, zum Beispiel das Amt für Straßenverkehr in Essen, Anzeigen wegen Rassismus. Es kann so einfach sein. Hier, Adolf Söder, Adolf, wie komme ich auf Adolf? Markus Söder verhängt Genderverbot an Schulen und in Verwaltung, gefällt uns gar nicht. Ich sag mal, liebe Irene Seidel, danke von Herzen. Und hier schreibt mir Wolf-Dieter-Sedding 489. Hallo, ich habe das Buch, Stolzbuch, bekommen. Danke, leider ist das Buch so gut geschrieben. Ich fing an zu lesen und vergaß einen Termin, aber das war es wert. Danke. Boah, das ist aber nett. Danke, danke, danke. Freunde. Ich mache jetzt bis Weihnachten Werbung dafür, weil das wirklich ein gutes Buch ist. Leider rechtsstaatlich auf dem rechten Weg. Wer mich noch nie gesehen hat, noch nie die Werbung gehört hat, es geht um dieses Buch, das neueste von dem Herrn Fabich. Rund 400 Seiten, rund 130 deutsche Erfindungen. Da sind so viele Kapitel drin, dass man mehr als 2,5 Jahre jede Woche ein Kapitel lesen könnte. Man wäre immer noch nicht durch. Über 270 Zitate über Deutschland, über die Erfindung. Über 400 deutsche Schauspieler, die wichtigsten Komponisten, Dichter, Denker, Philosophen. Alles drin, alles drum, alles dran. Wird auf Wunsch auch signiert.
schreibe es einfach dazu unter Anmerkung, bitte signieren für meine Kinder, für meine Oma, für meine Tante. Und noch läuft die Aktion, bis nicht mehr da ist, sind nicht mehr viele Audio-CDs da. Die große hier mit Postkarte drin, die gibt es jetzt noch im Moment auf Wunsch, wenn ihr es reinschreibt, unter Anmerkung dazu. Ich freue mich, weil ich kümmere mich darum. Ich mache das gerne für den Herr Farbig. Der ist zwar leider rechtsstaatlich, aber sehr sympathisch. Ach ja. Die Blödzeitung berichtet. Achtung vor einem Schreiben des MBV. Der MBV gibt vor, ein Zusammenschluss von kompetenten Ärzten und engagierten Therapeuten zu sein, die sich auf die Behandlung von Covid-19-Impfgeschädigten spezialisiert haben. Gibt doch gar keine Impfschäden, naja. In einem Schreiben behauptet die Gruppe, bei mRNA-Impfstoffen seien DNA-Kontaminationen und die Gefahr der dauerhaften Veränderung des menschlichen Genoms festgestellt worden, ohne jedoch wissenschaftliche Belege vorzulegen. Böse Zungen sagen, ey, Schmierlappen von der Blödzeitung, du Schmierlappen, Schmierlappen, ey, du Schmierer, Schmierer, Schmierlappen von Blödzeitung, Schmierlappen, Lügner, du bist ein Lügner, du bist ein Lügner, ja, du bist ein Lügner, du lügst, du bist ein Lügner. Wärst du doch mal gekommen zum Corona-Symposium im Bundestag, warst eingeladen, bist ja nicht gekommen, 2 Tage, rund 40 Wissenschaftler, ja, Spritzgeschädigte, ja, Polizisten, Soldaten, Experten, wirkliche Experten, echte Wissenschaftler, wärst du mal gekommen, hättest du dir das mal angehört, mal eine andere Meinung, aber nein, du willst ja nur deine Meinung weitertragen, du Schmierlappen, ja, hast du keine Verwandten, hast du keine Eltern, keine Großeltern, keine Kinder, keine Enkelkinder, keine Freunde, keine Bekannten, hast du niemanden, der an deinem Herzen liegt, ja, den du liebst, den du magst, ja? Kann es nicht sein, dass du dich irrst, wenn man auf dem falschen Weg ist, macht es keinen Sinn, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Schwör ab, ja, Blut klebt an deinen Händen. Aber nein, hier, böse Zungen, alles nicht meine Worte, hier, ja, ohne jedoch wissenschaftliche Beweise vorzulegen. Die Impfung ist gesund und gut, ja, die stärkt das Immunsystem. Lasst euch impfen, natürlich, Walla, hier. Russische Trolle tricksen Habeck aus und veröffentlichen Gespräch. Völliger Blödsinn, als ob der Habeck von russischen Trollen ausgetrickst werden könnte. Alles Blödsinn, ja, der weiß doch ganz genau, wenn ihn jemand anruft, das kann nur ein russischer Troll sein. Und dann ist er auch vorbereitet, ja, wen sollte der kriegt doch sonst nie einen Anruf, hier. Die EU-Bürger sind die nächsten Indianer, mit einem kleinen Unterschied. Die Indianer haben wenigstens gekämpft. Das verstehe ich nicht. UN bedroht unsere Privatsphäre unter dem Deckmantel einer neuen Konvention gegen Cyberkriminalität. Ein trojanisches Pferd, die US-amerikanische Gruppe für digitale Rechte, EFF, bezeichnet den jüngsten Entwurf für eine UN-Konvention zu Cyberkriminalität als bedeutenden Rückschritt in der Datensicherheit. Ach, Datensicherheit, das sind so Worte. Ich habe jetzt die Knallernachricht für jeden, der Fleisch isst und Auto fährt, aber zuvorderst möchte ich euch Danke sagen, dass ihr, wenn ihr gerade krank seid, im Krankenhaus oder nicht gut drauf seid, dass ihr schnell wieder gesund werdet. Lieber Hagen, du bist heute krank mit Fieber im Bett. Hagen, gute Genesung. Und lieber Thomas aus Vrietzen, Dienstag steht deine Knie-OP an. Wir schicken dir jetzt schon gute Energie und das Gleiche gilt für alle, die jetzt gerade nicht gut drauf sind oder krank sind. Gute Genesung, denn wir halten hier zusammen. Wir bleiben standhaft, optimistisch und immer voller Tatkraft. Und das ist mir wichtig. Ich sage das in jeder Sendung, weil das wichtig ist. Das ist wichtig. Punkt aus Ende. Jetzt grüßt euch mein Hausmeister Bruno Pete, Kevin Heinzelmann, meine Buchhaltungsschwuppe immer noch im Homo-Office, natürlich Jerome Schmidt, mein Schwager, 10-fach geboostert und meine liebe Frau Martina. Wir alle wünschen euch einen tollen, großartigen Nikolaustag, hoffen, dass ihr viel in den Stiefeln hattet, ja. Und macht einfach heute mal was Schönes, macht mal die Nachrichten aus, vielleicht auch morgen und übermorgen, lasst mal 5 gerade sein und geht mit euren Lieben in den Wald oder in den Park, in den Garten, geht spazieren, geht an die frische Luft. Ist wichtig. Und jetzt danke ich euch für euren Daumen hoch, für euren Kommentar und liebe Unterstützer, danke, dass ihr meine Arbeit hier ermöglicht. Ohne euch geht's nicht. Danke von Herzen. PayPal und Konto hängt hier drunter. Danke für die Mühe. Und jetzt kommt zur Belohnung auch die Bonusnachricht. Uber-Chef Dirk Messner, Autofahrer und Fleischesser besteuern. So will das Umweltbundesamt Habecks Haushaltsloch stopfen. Das von Grün geführte Umweltbundesamt hat Ideen, wie man das Haushaltsloch der Ampel stopfen kann. Um die 17 Milliarden zu finanzieren, die Habeck und Co. noch ihrem verfassungswidrigen Finanztricks jetzt fehlen, sollen Autofahrer und Fleischesser weiter belastet werden. Böse Zungen sagen, ja, man hätte ja zum Beispiel, ja, so beispielsweise, ja, sich bei der Ukraine neutral verhalten können und dann wären schon mal 30 Milliarden mehr in der Kasse. Plus das Geld, was wir den Flüchtlingen noch hinten reinstecken. Ja. Man hätte vielleicht Indien nicht 10 Milliarden CO2-Unterstützung geben sollen, die sie dann für Öl- und Gaskäufe in Russland benutzt haben, um das uns dann zum zigfachen Preis weiterzuverkaufen. Hätte man machen können. Hätte Fahrradkette haben wir nicht gemacht. Wir wussten schon, was wir machen. Ja. Mike Weißenfeld, ich sag mal vielen herzlichen Dank. Und hier noch ein, möchte mich noch bedanken bei Helmut und Christa Schmidt. Danke, ihr Lieben. Danke. Und mein Dank geht auch an Susanne und Reinhard Semmel. Von Herzen danke. Ich grüße mal den Heiko Schrank. Ganz liebe Grüße.
danke für deine Nachricht. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Gabi Thom, Grüße gehen raus. Und hier, Cosmopolitan Magazin ist in einem neuen Artikel auf den Zug der satanischen Abtreibungszeremonie aufgesprungen und lobt diese Praxis. Die Frauenzeitschrift beschreibt detailliert, wie die rituelle Abtreibung ablaufen soll und schreibt positiv über den Satanik-Tempel TST und seine Abtreibungsklinik in New Mexico, die nach der Mutter des obersten Richters Samuel Alito benannt ist. Sehr schön. Cosmopolitan, Grüße gehen raus. So muss es sein. Das ist herrlich, oder? Ja. Ah ja, so ein bisschen, ist so Cosmopolitan ist ein bisschen auf den Spuren des neuen Papstes, oder? So neu ist der ja nicht mehr, des Papstes. Also ja. Der geht jetzt auch zu dem Typ mit den Hörnern, ja, und leistet seine Blutspende, ja, im positivsten Sinne. So, ich mache noch ein Bonuszitat, weil ihr es seid, weil ich euch lieb habt. Und dann kommt die wichtigste Aussage. Hier. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Mark Twain, ja. Der hat übrigens auch gesagt, Freundlichkeit ist die Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Mark Twain, guter Mann, ja. Gut, in diesem Sinne, Freunde, auf in einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Wichtigste Botschaft auch heute, ich, Robert Götz, Matuszewski, the Shadow Man im Bundestag, der Mann mit dem Schatten. Ich hab euch lieb. Schön, dass es euch gibt. Wir ziehen das Ding jetzt durch bis Weihnachten, oder? Ja, und danach geht's weiter. Neues Jahr, neues Glück. Oh, heute war mein Auto in der Werkstatt, neue Winterräder rauf, hat alles geklappt, ja. Und aber so ein paar Kleinigkeiten, sagt er, ja, hier verkaufen Sie doch den Wagen, ist doch Schrott hier, ja, ist doch Schrott, der Wagen ist gepflegt, ja, ich lege da großen Wert draus. Ich habe gerade, ist wirklich wahr, ich habe gerade vor einer Woche, da waren so Kastanienbollen, habe ich so rausziehen lassen, kann man machen. Sieht gut aus, der Wagen, gepflegt, ja, wirklich gepflegt, ja, ein Volkswagen, der ist gepflegt. Und jetzt sagt er, ja, schmeißen Sie mal weg hier. Nett. Also in so eine Werkstatt geht man sicher gerne nochmal. So. Jetzt habe ich einen neuen Termin bei meiner alten, aber die ist weit weg. Nicht bei meiner alten Frau. Meine Frau ist ja jung, nicht bei meiner alten. Da habe ich jeden Tag Termin. Nein, bei meiner alten Werkstatt, wo ich sonst immer hingehe. Da gehe ich immer hin. Jetzt habe ich es diesmal nicht gemacht, weil es so weit weg. Es sind 80 Kilometer, 80 hin, 80 zurück. Brandenburg. Aber da kriege ich Qualität und da fahre ich wieder hin am 15. Und dann ist der Wagen ein paar Tage weg und dann ist wieder alles schnicki-schnacki. Pico, Pico, wie ich immer sage, ja. So. Was erzähle ich denn hier, Freunde? Komm, wir knallen noch mal gegen Putin, dann bin ich weg. Na, ich bin noch da. Das Video ist zu Ende. Ich hab euch lieb. Tschüss, Freunde.